ist ja gut. Ja. Mhm. Den wollte ich nicht. Auch reicht. So. Ihr macht mich echt fertig. Was sind das für Geckos? Die Feuergecko kann ich auch ganz mitkriegen. Nee, lass mal. Aber die Wildtiere, die sind alle so unlohnenswert. Das ist aber bei Frolla immer so. Aber ich glaube, das wird nichts. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann ja da nicht hoch. Und wie soll da außen rum sein? Ich speichere mal. Das schon wieder. Bitte kein nichts Fliegendes. Ja. Tja, das Problem ist, wir kommen da nicht durch. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Das ist doch jetzt blöd. Jawohl, 22. Das war genau da. Wir gucken einfach mal, wie wir da hinkommen. Der meint das ja mit den... Ne, deshalb wird nix. Ist das das? Geht das jetzt? Ärgerlich ist, wenn es dann plötzlich nicht mehr weitergeht. Aber das sieht gut aus. Oh, sieht wirklich gut aus. Ne, komm, 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 komm. Ne, nicht ganz am Schluss erst. Das da ist ja nicht wahr, oder? Ich bin direkt dort. Genau. Wie soll ich denn da hochkommen, wenn nicht hier drüber? Das geht doch. Oh Mann. Der will mich doch verarschen. Ach Gott, Todd Howard, ich verstehe deinen Hass langsam. Weißt du, bei Skyrim, das war so Open World, da konntest du dich überall hochbacken. Hier ist einfach, nee, da geht's nicht weiter, Ende, Schluss. Musst du aufpassen, dass du dich nicht mehr tot fällst. Ja, geh hoch, nee, nee. Holzweg. Ja, einfach Alpha-Wände. Sie sagen einfach, ja. Jetzt. Da ist doch gar nichts. Doch. Willst du mich verarschen? Du kommst doch gar nicht hierher. Was ein Dreck. Greift mich jetzt von hinten an und ich werd böse. Wieder weg, ne? Alter, ich... Mann. In Elder Scrolls kriegt ihr es so gut hin. Ja,
Siehst du mal, ich würde der Sache. Oh gut, sie geben es zu. Das geht gar nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Leute! Aha, das sieht gut aus. Was auch immer das ist. Hallo. Na toll. Was ist denn das jetzt für ein Gebäude? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Oh, ich will das nicht. Na? Es ist egal. Ich dachte, es wäre ein Bett. Ach so. Mhm. Na toll. Und warum zeichnest du so einen Weg nicht ein oder ist er eingezeichnet? Nee, ist er nicht. Immer her damit. Okay. Es scheint hier gefährlich zu sein. Ich speichere aber nochmal. Ah ja. Das sieht aber sehr nach Legion aus. Ich sehe auch gerade, wir machen nicht mehr so furchtbar lange. So, ah, hier darf ich jetzt, ne? Das ist es aber nicht. Ist da jemand? Da ist aber wirklich niemand, ne? Ja, wo wollt ihr hin? Was? Ich bin doch im Prinzip da. Ah, guck mal, da ist ja jemand. Der ist nicht mehr kacke. Sie habe ich noch nie gesehen. Was bringt Sie zu den Großkahnen? Oh Gott, Till Lindemann. Das ist eine komplizierte Frage. Sie haben unseren Leuten sicher Schlimmes angetan. Und ich habe viele Ihrer Soldaten in der Schlacht getötet. Aber ich kann Sie nicht so hassen, wie Papa es tut. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesar alles im Griff hätte. Uns ginge es sicher besser, wenn die RNK anstelle von Caesar alles im Griff hätte. Wenn sie aus dem Stamm führen würden, würden sie auf Caesars Befehl hin mit der RNK kämpfen? Wenn man mich fragen würde, dann würde ich das wohl machen, aber ist ja egal, denn Papa hat das Sagen und der geht so schnell nicht. Papa ist einer der besten Anführer, die Kane je hatten. Er hat uns trotz aller Widrigkeiten seit dem Auszug aus Kalifornien zusammengehalten. Bitter Springs aber hat ihn verändert. Nach dem Massaker begann er, die RNK zu hassen. Ich befürchte, dass das seinen Geist vergiftet hat. Nichts, vergessen Sie's. Ich sollte darüber nicht mit Außenseitern sprechen. Es ist doch ganz klar, Till Lindemann in seinem letzten Bühnenausfit, oder? Werde Regis genannt. Ich bin ein Berater von Papa Khan und seine rechte Hand. Ich bin auch die oberste Exekutive des Stammes, also benehmen Sie sich. Mach ich. Bis zum nächsten Mal. Nee. Obwohl, warte mal. Nee, nicht bevor ich da nicht so ein... Warum ist denn da... Hallo. Ja? Nicht jetzt. Ich hab zu tun. Ja.
Ja, wie wär's denn mit... Nein, 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 nein. Wollte ich nicht. Lass mich gehen. Bald werden Caesars Veteranen aus Arizona eintreffen. Dann kann nichts mehr unseren Sieg aufhalten. Wer sind Sie? Mein Name ist Carl. Der große Caesar hat mich als Zeichen unseres Bündnisses als Botschafter zu den Großkhanen entsandt. Die Khane sind immer noch große Krieger, obwohl sie brutal von der RNK unterdrückt wurden. Es ist eine Ehre für uns, solche Verbündeten zu haben. Okay. Und was machen Sie dort? Ich gehöre zu den Frumentarii. Ich erkunde in Caesars Namen das Ödland und knüpfe mit Stämmen Kontakt, die der Legion nützen könnten. Ich bin eine Mischung aus Kundschafter und Botschafter. Ich wurde im Rahmen des Bündnisses zwischen der Legion und den Großkhanen hierher entsandt. Die Khane werden die Legion im Kampf unterstützen. Dafür hat ihnen Caesar alles Land westlich von New Vegas versprochen. Dann raus damit. Ja, Wiedersehen. Ich wünschte, dass mehr wie Sie wären. Hä? Mr. House kann man nicht vertrauen. Passen Sie auf sich auf. Bald schickt Caesar seine besten Soldaten aus dem Arizona-Feldzug. Die RNK wird keine Chance haben. Ich würde gerne auch noch mal rausgehen. Warte. Aber warum wird mir das Lager an sich nicht angezeigt? Ach komm. Okay. Das war eklig. Warum gibt es denn da keinen Schnellreisepunkt? Du willst mich doch... Ich will hier einen... Sag mal. Da unten? Was soll ich denn jetzt überhaupt tun? Oh. So, gut, das mache ich. Aber... Na, die zwei. Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Mr. House kann man nicht vertrauen. Passen Sie auf sich auf. Das ist unheimlich. Das ist das Richtige. War das das Haus, in dem ich gerade drin war? Hilfe. Ich wünschte, dass mehr wie Sie wären. Hä? Auch nicht schon wieder. Ich hasse es manchmal. Ich habe gespeichert. Alles klar. Bald schickt Caesar seine besten Soldaten aus dem Arizona-Feldzug. Die Erde. Oh Gott, jetzt hat er wieder gespeichert. Fuck. Mist, warte. Herr Karl ist von der Legion. Nee, Quatsch. Nein, ich wollte es nur mal probieren.
Kahl ist eklig. Ich habe extra gespeichert. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und warum ist da kein Schnellreisepunkt? Ihr könnt mich doch mal... Ich muss irgendwas hier finden für einen Schnellreisepunkt. Das da unten sieht gut aus. Kommen wir da hin? Wieso hier? Wieso hier? Gut. Alles klar. Was? Aber ich habe Papakan nicht gefunden. Wo ist Boulder City? Warum? Warte mal, habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Colonel Moore. Wo ist denn Colonel Moore? Ja, ich habe Papakan nicht gesehen. Aber wir reden erstmal mit Colonel Moore, wo auch immer der jetzt sein soll. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ach, hör mal auf. Ist Colonel Moore nicht die in dem Hoover-Damm? Ich will nicht mehr versuchen, über Berge zu kommen. Ja, das hatten wir schon mal. Warum machen wir das jetzt nochmal? Oh, hab ich da eine Lust drauf. Ganz im Ernst, hört mal auf mit dem Blödsinn. Ich verstehe das nicht. Macht doch mal ordentliche Schnellreisepunkte. Papa Khan scheint... Oder war das einer von denen? Denn mit dieser Karte? Ich weiß, ich will dahin, aber es geht nicht. Aber ich war doch da. Ich war doch da. Warum? Ich hab's vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Und warum hat dieser verdammte, riesige Staudamm keinen Wegpunkt? Das war doch falsch, das ist doch alles falsch. Nee, das ist mir jetzt zu doof. Warum? Ah, hier, man sieht's nicht. Wie komme ich da hin? Ja. Komm, wir haben's jetzt gemacht, so. Ist da drin einfach der Papakan? Was? Nicht. 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 Da, eben war der doch nicht da. Der Welpe betritt also den Wolfsbau. Was wollen Sie, Welpe? Ist das so? Naja, Sie haben Schneid, das muss ich zugeben. Aber warum sollte ich das für Sie tun? Die Großkane werden keine Sklaven sein.
Caesar selbst hat uns das Land bis zum Colorado und völlige Handlungsfreiheit versprochen. Ich will nichts mehr gegen Caesar oder die Allianz hören. Die Großkane werden Caesar in die Schlacht begleiten und die RNK wird endlich bezahlen. Oh. Die Geschichte der Großkane? Eine lange Geschichte. Voll Ehre, Ruhm und Verrat. Wir haben gelitten, aber wir werden unseren Ruhm wiederfinden. Haben Sie es eilig? Na gut. Die Großkane kamen vor 14 Jahren aus der RNK. Damals beherrschten wir das Ödland und knieten vor niemandem. Aber wir haben die Familien der Strips unterschätzt. Sie haben uns nach Bitter Springs gejagt, wo wir blieben, bis die RNK kam und uns hierher jagte. Sie verbündeten sich mit Mr. House, dem selbsternannten Herrn von New Vegas. Dafür versorgte er sie mit Waffen, Technologie und Kronkorken. Sie waren besser ausgerüstet und wir hatten keine Chance gegen sie. Als die RNK in die Mojave kam, waren sie leichte Beute. Wir überfielen ihre Karawanen, ihre Städte, ihre Lager. Sie konnten uns nicht aufhalten. Zumindest dachten wir das. Sie haben uns nach Bitter Springs verfolgt und uns umzingelt. Als unsere Kinder, Kranken und Alten, durch einen Pass in der Nähe flohen, hat die RNK sie niedergeschossen. Oh, angeblich war es ein Kommunikationsfehler. Aber sagen Sie das denen, deren Familien abgeschlachtet wurden. Sagen Sie das den Überlebenden hier. Typisch. Die jungen Leute haben keinen Respekt vor der Geschichte. Sie latschen den ganzen Weg nach Red Rock Canyon direkt in mein Zuhause und wissen nicht, wer ich bin. Sie haben Mumm. Ja, nochmal. Das muss man ihnen lassen. Dann spitzen Sie mal die Ohren. Ich bin der Anführer der Großkane. Der Khan der Kane, sozusagen. Das ist mein Stamm, mein Volk. Okay. Bis dann. Ja, ich kann die doch jetzt nicht einfach alle wegmachen, oder? Bald schickt Caesar seine besten Soldaten aus dem Arizona-Feldzug. Die RNK wird keine Chance haben. Was soll ich denn machen? Aber was dann? Ich muss mit Colonel Moore sprechen. Ich will zwar mit Colonel Moore sprechen, aber ich will nicht zu Colonel Moore reisen. Ich habe gehört, Sie haben versucht, Papa Khan zu überzeugen, dass er Caesars Legion nicht beitritt. Darüber würde ich gerne mal mit Ihnen reden. Sie wollen Papa überzeugen, sich nicht mit Caesar zu verbünden, richtig? Glauben Sie mir, nur mit Worten kommen Sie bei ihm nicht weit. Er fährt darauf fest, den alten Ruhm der Großkane wiederherzustellen. Und Caesar scheint ihm der richtige Weg dazu zu sein. Papa kann stur sein, aber er ist kein Tyrann. Er hört auf seinen Stamm und auf vier Stimmen besonders. Mich, Jack, Diane und Melissa. Ah ja, gut. Wenn Sie uns alle überzeugen können, dass ein Bündnis mit Caesar eine schlechte Idee ist, dann können Sie ihn vielleicht umstimmen. Ich zweifle zwar an Caesar, aber nur wegen eines Zweifels würde ich mich nie öffentlich gegen Papa Khan stellen. Ich habe Gerüchte gehört, dass Stämme, die sich mit Caesar verbündet haben, zerschlagen und versklavt wurden. Beweisen Sie es und ich bin dabei. Sie müssen mit den beiden sprechen, aber sie hängen aneinander wie Pech und Schwefel. Überzeugen Sie einen und der andere wird auch mitmachen. Ach, Melissa ist eine Träumerin. Als ich sie im Lager sah, hat Karl Geschichten darüber erzählt, dass sie der Legion als Spekulatore dienen könnte. Ich habe noch nie eine Frau in Legion-Rüstung gesehen, also habe ich da meine Zweifel. Gut, eins noch. Caesars Vertreter Karl ist ein enger Freund von Papa geworden.
Karl sorgt dafür, dass Papa so auf die Allianz fixiert ist. Also gar nicht mal schlecht. Es wird wohl leichter sein, ihn zu überzeugen, wenn Karl von der Bildfläche verschwindet. Karl spricht viel von der Ehre und dem Edelmut der Großkane. Aber ich denke, seine wahre Meinung ist sehr viel unschmeichelhafter. Vielleicht finden Sie ja etwas Schriftliches, das diese Meinung belegt. Oder Sie sorgen dafür, dass er im Langhaus vor Papa die Beherrschung verliert. Würde ich an Ihrer Stelle auch machen. Dann wissen wir ja jetzt, wie es geht. Aber wir müssen jetzt auch Schluss machen. Das war ja trotz allem recht erfolgreich. Ich speichere nochmal. Und dann machen wir schnell nochmal das da. Und dann sage ich, ne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Fallout New Vegas und ciao.